Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Meppen gegen SC Weiche Flensburg. Der SV Meppen gewinnt vor 5.648 Zuschauern mit 3:2. Gästetrainer ja, Benjamin Ether hat zuerst das Wort. Ja, guten Abend. Erstmal Glückwunsch an SV Meppen. Ich glaube, wir haben über 90 Minuten ein gutes Regionalligaspiel gesehen. Viel Kampf, klar, bei den Bedingungen, gute Atmosphäre. Unser Plan, wie wir ins Spiel gegangen sind, ist 35 Minuten sehr gut aufgegangen. Aggressiv, hoch anlaufen, in Führung gegangen, verdient zu dem Zeitpunkt, auch wenn Matt natürlich durch zwei Top-Stürmer, die immer für Tore gut sind, immer gefährlich war, haben wir trotzdem mehr vom Spiel gehabt, fand auch die bessere Spielanlage. Dann hatten wir eine kleine Verletzungsunterbrechung und schenken einfach 10 Minuten vor der Pause einfach her. Und kriegen durch ein Eigentor den Ausgleich, haben dann noch Glück, dass nicht in der 45. noch der Pfostenschuss reingeht, dann bist du sogar hinten. Ich glaube, wenn wir mit 1-0 in Führung in die Pause gehen, haben wir ein anderes Spiel. In der zweiten Halbzeit werden wir dann direkt böse erwischt, dann sieht man auch, was für Qualität die beiden Stürmer haben, gehen auf 3-1. Wir brauchen dann einen Tick zu lange, um unsere Chancen, die wir dann auch hatten, zu nutzen, um es noch früher spannender zu machen. Klar war, dass wir, wenn wir aufmachen, dass Meppen weiter Chancen hat. Hat natürlich auch noch ein paar Hochkaräter gehabt. Das ist ganz normal, wenn wir hinten aufmachen. Und trotzdem hatten wir hinten raus ein bisschen Spannung. Aber haben das Problem, was wir in den letzten Wochen auch haben. Wir lassen zu viele Chancen zu und kassieren dadurch auch zu viele Gegentore und müssen zu viele Chancen uns erspielen, um Tore zu machen. Und deswegen haben wir hier heute verloren. Adrian, was hast du zum Spiel? Erstmal danke für die Glückwünsche. Ich glaube, dass jeder Zuschauer heute ein wahnsinnig intensives Spiel gesehen hat, was komplett voller Spannung gewesen ist. Sind auf einen extrem robusten Gegner getroffen, wo wir auch darauf eingestellt gewesen sind. Wie gerade schon gesagt wurde, sind wir sehr hoch angelaufen worden, sind dadurch nicht wirklich in kontrollierten Spielaufbau gekommen, sind aber immer wieder durch ein paar Umschaltmomente in der ersten Halbzeit gefährlich gewesen, hatten drei wahnsinnige Chancen, zum Torerfolg zu kommen, lagen nach dem Rückstand, wir haben uns nach dem Rückstand dann wirklich geschüttelt, haben kurz Zeit später dann das 1-1 gemacht und wie gerade schon gesagt wurde, kurz vor der Halbzeit nochmal eine ganz, ganz dicke Doppelmöglichkeit mit dem Pfostenschuss, mit dem Nachschuss, wo man dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glück noch in Führung hätte gehen können. Wir haben es dann geschafft, in der zweiten Halbzeit in Führung zu gehen, haben es allerdings nicht geschafft, nachdem die offenen Räume dann hergegeben wurden. Die haben wir gut bespielt, aber da dann mehr Kapital rauszuschlagen, wir haben mehrere Möglichkeiten gehabt, um das vierte Tor zu machen, dann wäre auch der Deckel drauf gewesen. So ist es immer extrem nervenaufreibend gewesen, gerade auch die Standardsituation zu verteidigen, weil bei Flensburg ist gefühlt kaum einer unter 1,90. Und von daher ist es da immer, brauchst du eine wahnsinnige Mentalität. Die Jungs haben sich heute wirklich, gerade auch in der zweiten Halbzeit, die haben gekämpft, die haben sich in alles reingehauen, was ging, haben gut umgeschaltet, gerade auch hinten raus alles weggeblockt und von daher, sehr emotionaler Abend für uns. 5.600 Zuschauer ist Wahnsinn. Und als Meppen-Fan hast du nicht die Chance, mal 5 Minuten eher zu gehen, weil jedes Spiel von uns ist wahnsinnig spannend und dadurch ist ja auch eine richtig, richtig gute Einheit zusammengewachsen, von Mannschaft und Fans. Was wir hier für einen Support haben, ist einfach Wahnsinn und kann man einfach sich jedes Mal aufs Neue nur 1000 Mal bedanken. Alles klar, gibt's noch Fragen? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern und den Gästen, eine gute Rückfahrt. Dankeschön.